So, heute wird wieder mal hier im Alpaka Square gebaut. Der Name sagt schon und ihr seht es auch direkt. Der Kopf hat ein viereckiges Depot hier oben. Finde ich immer noch sehr schön und mal wieder eine Abwechslung zu den anderen Köpfen, die ich sonst so rauche. Ich werde mir heute darin ein leckeres Köpfchen Holster Eiskaktus bauen. Und ich lege gleich mal los und zeige euch, wie ich das dann gebaut habe. So, der Kopf ist wieder mal fertig gebaut. Rand hoch, ganz fein angedrückt, ihr kennt es ja langsam. Ich werde jetzt wieder die Alufolie spannen. Ich werde immer noch sehr oft gefragt, welche Alufolie das ich verwende. Ich verwende hier von Somo die zugeschnittene Panzeralu. Die eignet sich wirklich 1A. Hält viel aus beim Spannen, also reißt nicht schnell und eine Lage reicht gerade perfekt für einen Kopf aus. Und dann entspanne ich die mal und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Der Holster Eiskaktus ist ja eine süße Kaktusfeige mit noch etwas Menthol drin. Und ja, ich finde den Tabak extrem lecker. Man hat eine schöne leichte Kühle dazu und ist sehr, sehr süß. Kaktus ist immer so schwierig zu beschreiben, nach was das schmecken soll. Auch hier wieder, ich kann es eigentlich nicht gut beschreiben, aber ich denke, das ist ein sehr allgemeinheitsfähiger Tabak. Also ich denke nicht, dass es jetzt etwas ganz Spezielles ist, das den meisten nicht schmecken wird. Ich denke, das wird, ja, wie gesagt, der Allgemeinheit schmecken. Auch hier wieder, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert ihn irgendwo mal. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Meine Dose ist leider jetzt auch schon fast wieder leer. Vielleicht kommt da noch ein Kopf dabei rum. Aber ja, auch in dem Setup hier, Alpaka Square, habe ich auch schon öfters gezeigt. Funktioniert auch wieder 1A. Und ja, dann war es auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.